Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Medieval Dynasty. Im Grunde habe ich nicht wirklich was weitergemacht. Ich habe mir jetzt halt nur mal schnell eine Schere geschnappt und geschaut, dass ich die Schafe hier mal scheren kann. Das war eigentlich jetzt alles, was ich gemacht habe seit dem letzten Mal. Von daher können wir dann quasi übergehen wieder zum Bauen. Tja, da müssen wir halt leider, ne? Oh, halt. Die Wolle nur. Die Stöcke wollte ich ja verklopfen. So, werden wir jetzt auch machen als allererstes, dass wir erst einmal die Stöcke verklopfen. Ich muss nämlich ehrlich sagen, alles, was ich irgendwie, bevor ich aufnehme, mache, geht mir natürlich extrem immer von der Zeit weg. Und ich meine, ich habe ja den Spaß auch hier an dem Zäune bauen und warum soll ich das nicht mit euch teilen? Insofern lasse ich sowas mit drin. Und ich bin etwas entspannter, was die Produktion meiner Videos angeht. So. Und es sind ja auch nicht jetzt halt ewigst viele Sachen, die ich da mache. Es sind ja immer nur ein paar Minuten, wo ich dann nochmal an irgendeinem Zaun rumklopfe. So, wir wollten ja hier irgendwo auch... Eigentlich würde ich das da auch noch gerne einzäunen wollen. Weil das habe ich ja extra so gemacht, dass das bleibt, ne? Und warum nicht auch mit so einem Lattenzaun, nennt er sich ja. Keine Ahnung, warum das ein Lattenzaun ist, wenn er aus solchen Weidendingen hier besteht. Ich glaube, das ist okay. Ich schaue mal, ob ich da noch... Ja, das passt schon. Das passt schon. Schauen wir, wie weit ich da rankomme. Würde ich quasi bis daher ziehen. Und dann schauen, dass ich von hier aus... Bin ich zwar wegen versetzt, aber das ist ja egal. Habt ihr mir alle schon mal gesagt, dass das wurscht ist, ne? Na komm. So. Hier nochmal einer. Ja, gehen wir. Warte mal. Da ist ein Baum. Dann gehe ich mal bis dahin, würde ich sagen. Dann können wir eigentlich von hier aus kerzengeradeaus hintergehen. Und ich werde hier wahrscheinlich eben noch mit Stein arbeiten zusätzlich. Muss ich nochmal gucken, wie ich das da hinbekomme. So, ist auf jeden Fall schon mal ein ganz schönes Stück, was wir da machen können. Das ist nur die Frage, warte mal. Wenn ich ja da mit Stein arbeiten möchte, dann wäre es ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich da den Stein gleich mit dran setze, ne? Oh, das geht sogar. Ja, cool. Ich habe jetzt gedacht, ich wäre hier zu weit irgendwie. Genial. Ja, manchmal passt es einfach. Da ist, muss ich dann echt sagen, ja, das ist Gold. So, wir haben ja hier die Laterne. Oh, verpasst. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich habe gedrückt. Was denn jetzt? Da war grün, da war nicht grün. Passt schon. Bisschen Abstand schadet nichts, ne? Einmal da haben wir grün. Ich möchte natürlich trotzdem immer so nah ran, wie es natürlich geht, ne? Das ist klar. Ich hoffe nur, dass es mir da jetzt halt nicht die Büsche verhaut. Okay, das geht hier. Zack. Ne, das passt alles. Yes. Können wir schön hier bis zu dem Baum gehen. Perfekto. Und dann eben noch
ein Stück hier mit dran. Da ist grün, da ist rot. Yes, und das passt. Und da gehen wir jetzt wirklich so nah ran wie möglich. Ich mache ja eh schon die ganze Zeit, ne? So nah rangehen, wie es geht. Perfekto. Ja, hinterher gefällt mir das einfach immer total gut, wenn man diese Steinmauern zusammen mit den Zäunen verbindet. Es sind halt leider 12 Stecken, die man da braucht, ne? Ich hoffe ja immer noch sehr, dass die auch irgendwas mit Pflanzen reinbringen. Also nicht nur, dass man jetzt die Kräuterkunde hat, sondern dass man auch wirklich dann Pflanzen anlegen kann. Dass ich dann sagen kann, okay, ich... Keine Ahnung, wenn ich jetzt ja schon einen Kräuterkundler habe oder einen Alchemisten, der mir hier Tränke braut, dass der nicht nur am Sammeln sein muss, sondern dass man eben auch Kräuter selber anbauen kann. Das wäre natürlich super. Jetzt haben wir ja schon den Baumeister dann, der uns ja im Grunde die Arbeit abnimmt mit dem Reparieren der Gebäude, was ich auch super finde. Also der hat auf jeden Fall alle Hände voll zu tun. Ich müsste was trinken, was essen. Aber ich verklopfe jetzt auf jeden Fall noch hier die Äste. Das auf jeden Fall. Und dann werden wir mal schauen, ob wir die Mats zusammen sammeln für ein paar Fackeln. Weil ich würde nämlich gerne diese Schleichwege, so wie ich es das letzte Mal gesagt habe, ein bisschen mit Fackeln verzieren. Jetzt hör halt auf. Also hier brauche ich 5 und da brauche ich auch 5. Also ich brauche jetzt 10 Stöcke und die hole ich mir jetzt halt hier mal schnell im Gebüsch. Haben wir schon 9 und 10. Jawohl, so schnell geht's. So schnell, wenn es immer gehen würde. Perfekto. Oder unten habe ich ja noch... Das habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Weil ich das letzte Mal die Baumstämme dann wieder weggebracht habe, ne? Genau, da war dieses kleine Lagerchen. Und da ist der Weg runter zum Fluss. Da hätten wir auch noch Steine zum Verbauen. Da habe ich im Grunde auch einen Obstgarten noch mit angelegt. Das wäre der dritte dann. Ja, aber es ist halt nicht schön hier zu bauen, ne? Wenn's dunkel ist. Insofern gehen wir einmal hier quer durch, gehen einmal kurz an unseren Brunnen. So, einmal rein mit dir. Nimm ein Bad, los. Hier wäscht er sich irgendwie wesentlich schneller, ich weiß nicht warum. Ja, Ipon, du bleibst da stehen, wo du bist. Ja, ist egal. Schauen wir mal, wie es hier ausschaut mit dem Fleisch. Das ist bei 62%. Da könnte ich auf jeden Fall mal... Ich nehme mal 10 Stück raus, die ich mir jetzt brat. So. Ansonsten habe ich nichts weiter einstecken. Dann tun wir mal... Ja, Steine raus, ganz klar. Sind eh nicht sehr viele Steine, die wir da haben, ne? 50 müsste ich tragen können. Ah ja, ohne Probleme. Dann kann ich auch noch mehr tragen. Und das Fleisch werde ich jetzt halt eh braten. Und vertilgen. So. Einmal hier, zack. Tun wir erst einmal braten. Und tun wir was essen. Dann unten am Fluss was trinken. Oder vielleicht vorher noch schnell schlafen. Weil das können wir auch machen. Dann wäre das quasi der letzte Tag im Jahr. Muss ich immer ganz kurz ins Management schauen. So, raus mit dir. Wir sind jetzt
im Jahr Nummer 8. Ja, okay, das ist ja. Das ist ja in Ordnung. Ich habe auch aktuell niemanden, der noch frei wäre. Gewinnung, was ist da? Grabungsschuppen Blanka, was hat sie nicht? Kein Werkzeug? Für Ton. Schaufeln. Oh, habe ich keine Schaufeln hergestellt? Sowas. Ist jetzt ja nicht so schlimm. Wie gesagt, das kann ich ja immer ganz schnell machen. Entweder machen wir ihr Kupferschaufeln oder gibt es Eisenschaufeln auch schon, ne? Bronzeschaufel? Nein, nein. Eiserne Schaufel. Zwei Rundholz, vier Eisenbarren. Alter. Warte mal, ess mal das Fleisch. Schon. Nee, Inventar. Was? Das war's denn mit verwirrt, ne? So. Zwei Rundholz, vier Eisenbarren. Eisenbarren. Eisenerz, okay. Das heißt 8, 16, wenn ich zwei Stück machen will. Dass unsere liebe Blanka wieder eine Schaufel hat, ne? Ich möchte auch bei den Gebäuden hier noch immer Beleuchtung hinstellen, weil wenn ich da doch des Nächtens rangehe und hier irgendwas schmiede, dann ist es halt immer stockdunkel, ne? Das sollte ich normalerweise auch nochmal Lampen hinstellen. Da weiß ich allerdings nicht, ob ich das jetzt mit Fackeln mache oder mit normalen Lampen. Aber ich denke, es wäre mit normalen Lampen sinnvoller. Vor allem, die schauen doch wesentlich schöner aus als jetzt die Fackeln. Die Fackeln sind was Nettes für diese seitlichen Wege. Eisenwerkzeuge. Hier, Schaufel. Zweimal bitte. Geht ja auch schnell. Und zack. Zack, zack, zack. So. Ich habe ja schon erwähnt, wegen den Multiplayer. Finde ich auf jeden Fall toll. Da ist natürlich jetzt halt noch für mich ganz spannend, was wird genau Multiplayer-mäßig sein. Es soll ja Koop-Multiplayer sein. Nur jetzt ist die Frage, bis wie viel Spielern wird das gehen? Wird es dann eventuell auch mit mehreren Spielern gehen? Dann wäre sowas natürlich für Community recht interessant, wenn man sich da auch in der Community was aufbauen könnte. Also nur mal so in den Raum geworfen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das für den einen oder anderen interessant wäre. Aber ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben. Siehst du, die 12 Stöcke habe ich jetzt überhaupt nicht bedacht. Aber da schmeiße ich jetzt eher mal noch einen Stein schnell hin. Ja, das passt. Steht ein wenig raus, ne? Aber naja, gut. Ist ja nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich schlafen, ne? Aber andererseits jetzt. Achso, die Steine habe ich jetzt eh schon verballert, dann passt ja. Dann können wir jetzt mal schnell vorflitzen. Die Eisenschere kann ich auch wieder rauslegen. Ja. Huh?
So, die Eisenschere raus, gegessen Hammer. Restfleisch habe ich in die ins Ressourcenlager, was auch immer ganz gut ist. So. Schere, zack, weg. So, dann gehen wir einmal ans Feuerling, einmal schnell speichern und dann einmal bitte nächtigen. Ah. Und es regnet. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass mich das stört in dem Spiel. Überhaupt nicht. Es ist nur für das Let's Play selber ist es dann enorm schwierig, das mit dem Ton hinzubekommen. Weil wenn ich dann durch den Wald renne, dann ist es wieder leise. Wenn ich dann außerhalb bin, ist es wieder laut. Also es ist ein ständiger Lautstärkewechsel. Und das hinterher zu bearbeiten, dass das möglichst durchgängig ein sauberer Sound ist, ist einfach extrem aufwendig. Und von daher lade ich dann lieber nochmal neu. Versuch's nochmal und wenn es jetzt wieder regnet, dann schneide ich. Aber es regnet nicht. Gut. Was wollte ich jetzt? Fackeln, ne? Fackeln wollte ich mal schauen. Also vielleicht noch zwei, drei Sätzen. Aber jetzt nehmen wir erst einmal ja, für Lampen auch noch was raus. Also wir brauchen Rundholz, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wir brauchen Leder. Da müssen wir auch ein bisschen was haben, ne? Hier beim Leder. Ich glaube, für 10 Stück bräuchte ich ja dann 40 Stück. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Ich merke mir nicht die ganzen Rezepte, das ist mir zu. So, da könnten wir 5 machen, da könnten wir 10 machen. Also brauchen wir nochmal Rundholz. Wir brauchen 80 Stöcke. Wir brauchen 40 Wollfäden. So. 80 Stöcke. Fast. Und 40 Wollfäden. Ja, hallo, das sind ja fast genau die 40. Aber mein Gut, ich habe 200 Wolle ja. Ich setze jetzt lieber noch mal ein paar Lampis. Zum einen wäre es natürlich gut. Wir haben zwar hier eine Lampe, aber ich würde gerne hier neben dem Stand auch noch mal eine hinsetzen. Und du mögest dich bitte genau andersrum drehen. So, und jetzt muss ich noch mal schauen. Kann ich dich da reinquetschen? Das geht ja immer nicht, ne? Es geht aber nicht. Dann setze ich ihn eben hier vorne hin. Vielleicht hier so neben die Treppe. Das wäre ja auch in Ordnung. Also hier würde es gehen. Jetzt schaue ich nur nochmal. Ist doch wirklich so, wie ich will? Ich hoffe es, ne? Naja, gut. Es wird schon passen. So, dann jetzt bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube es nicht. Warte mal, nochmal. Weil eigentlich passt ja die Ausrichtung ganz gut. Aber ich kann die nicht sehr nah ranbauen, ne? Die steht sehr weit weg. Wegen dem Dach. Aber ist jetzt eigentlich auch egal. Weil, das ist jetzt das Interessante, kann ich hier nochmal, da wäre ungefähr das Fenster, na komm. Das ist nämlich nicht einmal so verkehrt, wenn ich das dann mache. Aber ich habe jetzt nicht genug Einstecken für den Zaun. Weil ich habe jetzt halt mich nur für die Lampen vorbereitet. Genau, der Weg nach hinten zur Gaststätte sollte auch noch beleuchtet werden. Da haben wir hier eine Lampe, da haben wir die zweite. Hier ist die dritte. Ich würde gerne hier beim Durchgang noch eine setzen.
ist natürlich die Frage, inwiefern kann ich die hierher setzen? Und das sah jetzt gerade noch ganz gut aus mit dem... Cool. Ja, die können wir wirklich schöner daran setzen. Dann ist es genau hier bei dem Durchgang. Das ist perfekt. Wir brauchen allerdings trotzdem nochmal Lampen, weil der Aufgang ist ja nicht hier, der ist ja hinten. Also müssten wir eigentlich hier auch nochmal... Dreh mal die Lampe. Du drehst jetzt hinten rum, okay. So, jetzt ist nur die Frage, kann ich die da hinsetzen, ne? Boah, es geht nicht wegen dem Weg wahrscheinlich. Oder wegen dem Dach. Das ist wahrscheinlich beides, was da jetzt gerade eine Rolle spielt. Dann könnten wir es höchstens nochmal in die Richtung drehen. Dann gehen wir auch so nah ran wie möglich. Allerdings ein bisschen nach hinten noch. So, da hätten wir es grün, da haben wir es rot. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil hier würde ich nämlich gerne ein bisschen zumachen, dass die Leute hier nicht einfach so durch die Bären trampeln, ne? Das ist ja... Jawohl. Dann hier nochmal, da würde ich allerdings jetzt hinter der Lampe entlang gehen. Mal schauen, wie das hinhaut. Ist echt, oder? Ah, da, okay. Trotzdem ein bisschen weiter. Ah, da. Na komm. Ach, es will nicht. Jetzt halt. Könnte man das nämlich hier so ein kleines bisschen wie, ich sag jetzt mal wie ein Garten oder sowas, ne? Warum nicht? Ein Bärengarten. Na komm. So könnten wir bis daher machen. Genau, machen wir bis daher. Zack. Heb den Stein ruhig mal auf. Stöcke sind immer gut. Da liegen ja ganz viele Steine hier. Ja, das finde ich nicht immer so verkehrt. Ich brauche halt sehr viel Stöcke und Bretter und sowas, ne? Das ist klar. Dahinter. Ah. So, dann gehen wir von hier aus. Schauen wir mal. Jawohl, geht. So gerade grün. Genau von hier aus und dann an den Baum nochmal vor. Yes. Ja, ja, dieses F und ne, so weiter. F und E. So. Doch, finde ich gut. Dann holen wir doch da mal ein paar Bretter, weil das schaut nicht einmal so schlecht aus. Entschuldigung. Ich habe jetzt gedacht, da steht irgendwie auf dem Dach. Habe ich mir das jetzt nur eingebildet?
glaube, ich habe mir das jetzt nur so eingebildet. Ja, weil die waren ja schon öfters auf dem Dach gestanden. Das wäre ja nicht das erste Mal gewesen jetzt. Brennholz wird immer noch mehr, ne? Warte mal, ich gehe mal ganz kurz nochmal ins Management. Wir können auf jeden Fall hier beim Holz nochmal ein wenig erhöhen, was das Brennholz angeht. Ich tue jetzt mal das Weizenkorn weg. Da haben wir eigentlich noch relativ viel. Brennholz machen wir einfach mal hier. 217, das passt schon dann. So. Bretter. Was hast du alles einstecken? Leder runter. Ich habe ja das Zeug einstecken für die Lampen. Also gut. Erstmal die Lampen. Sorry. Also gut. Die Lampe da. Dann haben wir hier die eine Lampe. Und dann wäre... Weil die steht ja da so ums Eck rum, ne? Vielleicht... Na, beim Eingang wird es nicht gehen. Aber vielleicht können wir eine hier hinstellen. Weil da ist das Dach ein bisschen höher. Es wäre grün, ne? Yes. Dann hätten wir hier direkt am Eingang eine Lampe. Kann man sich zwar den Kopf anhauen. Juh, aber ist okay. So. Dann haben wir hier den Weg runterwärts. Überall die Lampen. Hier vorwärts. Da noch eine Lampe, da noch eine Lampe, da Lampe. Da ist jetzt dann die... die vorletzte Lampe, weil dahinter nicht. Da haben wir noch eine Lampe. Da haben wir eine Lampe. Bin ich jetzt richtig weit vor eigentlich gekommen? Ich habe jetzt gedacht, ich wäre viel weiter hinten. So, dann wäre... da an der Mauer vielleicht. Ich muss dich nur wieder drehen. Oh, ich hasse das. Und zack, du sitzt. Das ist ja dann eigentlich schon fast die letzte, wo es ja dann aus dem Dorf rausgeht, ne? Da wäre jetzt halt eine, dann würde ich sagen, platzieren wir mal hier noch eine. Schwapp. Und zwar hier bei dem Baum, wenn es geht. Geht es hier an der Stelle, wo ich jetzt stehe? Da würde es eigentlich ganz gut gehen, ne? Aber passt es dann? Das war gerade grün, ne? Da war es grün. Yes. Das finde ich gut. Dann hätten wir es bis dahinter beleuchtet. Hier geht es ja dann quasi, hier ist die Kreuzung. Hier geht es darunter. Da wäre natürlich dann auch nicht schlecht, wenn wir nochmal eine machen würden. Gucken wir mal, ob wir in diese Ecke hier eine reinbekommen. Da bräuchte ich jetzt halt nichts drehen, ne? So, da wird es grün. Passt. Wäre da runterwärts quasi auch noch beleuchtet. Schauen wir mal, ob wir auch da eine hinbekommen. Zwei kann ich noch bauen. So, wo bist du grün? Da bist du grün. Da bist du grün. Ich denke, das ist gut. Da ist ja im Grunde, da muss ich mal schauen,
geh mal auf deinen Hammer. Das ist ein sehr großes Wegewirrwarr hier, ne? Machen wir hier so ein paar Dinger weg. Den lasse ich. Den würde ich tatsächlich nochmal wegmachen. Weil ich glaube, das ist nicht... Das passt irgendwie nicht. Nee, das passt irgendwie nicht. Mein gut, die Wege sind mir jetzt halt wirklich dann egal, weil die kosten mich ja keine Mats. Wieder mal den Weg hier runter. Und schauen wir mal, ob wir hier in die Ecke noch die letzte Lampe bekommen. Eine kann ich ja noch. Und zwar hier bei dem... Weil ich nämlich hier quasi wie so einen Durchgang lasse. Wie so einen Durchgang, ne? Da lasse ich halt einen Durchgang. Ich mag dieses Verwinkelte echt, ne? Das ist total... Das haut jetzt nicht hin, ne? Ah, verdammt. Es wäre jetzt zu schön gewesen, wenn das jetzt halt geklappt hätte. Ich muss dann, weil ich muss irgendwie, weil das da so schräg läuft, möchte ich gerne hier an die Stelle. Okay, das ist schon besser. Gehen wir jetzt einfach mal so weit rein, wie es geht. Na komm. Das wäre nicht schlecht, wenn das so bleibt. Und da dann wieder so ein bisschen überlappend. Ja. Finde ich gut. Das finde ich okay. Schauen, da ist es ja eigentlich schon abgetreten, ne? Aber trotzdem, ich würde gerne, wenn es geht, einen Weg hierher machen. Und auch da. Schauen, wie viel es da von dem Gras weghaut. Ja, das war alles weg, okay. Aber macht nichts. So, jetzt habe ich aber nichts mehr einstecken, ne? Fähigkeiten, Inventar. Steine und Stöcke. Ja, die Steine kann ich schnell verballern, das ist kein Thema. Stöcke kann ich halt jetzt halt nur nicht verballern. Aber das ist gut. Das gefällt mir echt ganz gut. Oh Mann, wir sind... Eine halbe Stunde ist halt echt so schnell rum. Es ist faszinierend. Hier fehlt natürlich auch noch einiges, ne? Und Deko fehlt natürlich auch noch ganz viel. Ich denke, dass ich das nächste Mal eher... bisschen Deko rumschraub, aber wir haben jetzt dann auch den Jahreswechsel, den Jahreszeitenwechsel. Von daher denke ich mal, dass wir in der nächsten Folge eher uns mal um die Quests wieder kümmern. Das wird wahrscheinlich das Sinnvollste sein. Ich werde noch ein paar Dinger hinklopfen, ein paar Steine und ja, wir sehen uns dann quasi im Herbst wieder.
so schaut's aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.